Darf ich dir eine Frage stellen? Was ist dein größtes Problem? Findest du vielleicht keinen Job? Oder tust du dich mit der Schule schwer? Hast du Probleme mit deinen Eltern, mit Freunden, Arbeitskollegen oder sonst jemandem? Möglicherweise hast du Sorgen um deine Zukunft und wie es mit unserer Welt weitergeht. Der Klimawandel, Corona, der Krieg in der Ukraine, das sind alles Dinge, worüber du dir vielleicht Gedanken machst. Und nein, ich sage nicht, dass diese Dinge unwichtig sind. Aber ist das wirklich unser größtes Problem? Kurz vor seinem Tod sagte Steve Jobs: "Ich erkenne, dass all die Anerkennung und der Reichtum verblasst sind und im Angesicht des bevorstehenden Todes bedeutungslos geworden sind. Unser Problem ist also nicht fehlendes Geld oder fehlende Anerkennung oder sonst irgendwelche zwischenmenschlichen Konflikte. Unser Problem liegt viel tiefer. Wir haben ein Problem mit Gott. Unser größtes Problem ist, Gott ist gut, gerecht und heilig. Aber warum ist das unser größtes Problem?" Weil wir es nicht sind. Weil wir nicht gut, nicht gerecht, nicht heilig sind. Wir sind Sünder. Das bedeutet, dass wir gegen Gottes Gebote verstoßen. Auch du hast gesündigt und das weißt du selbst am allerbesten. Nur ein kurzes Beispiel. Stell dir mal vor, alle deine Gedanken, sagen wir vom gestrigen Tag, würden komplett aufgenommen und dann vor deinen Bekannten und Freunden abgespielt werden. Meinst du, du würdest dich jetzt freuen, weil alle sehen, was für ein guter Mensch du bist? Wahrscheinlich nicht. So gut bist du also nicht. Du hast gesündigt und kein Sünder kann zu Gott kommen. Warum? Weil Gott heilig ist. Das heißt, er ist perfekt und jeder, der in seine Gegenwart kommen würde und nicht so perfekt ist wie er, würde sofort sterben. Die Bibel beschreibt uns Gott als ein verzehrendes Feuer. Keiner kann sich einem Feuer nahen, ohne sich zu verbrennen. Und deshalb kann auch kein Sünder zu Gott kommen. Und das noch nicht alles. Weil Gott gerecht ist, wird er Ungerechtigkeit bestrafen. Und weil kein Sünder gerecht ist, kann Gott, nein, muss uns Gott bestrafen. Können wir irgendwas dagegen machen? Nein. Du kannst natürlich versuchen, besser zu werden. Aber das wird nicht funktionieren. Und es nimmt auch deine vorherigen Sünden nicht weg. Die Bibel sagt sogar, wenn du nur ein Gebot in deinem ganzen Leben brichst, bist du komplett schuldig geworden. Du kannst also überhaupt nichts tun. Das Problem ist also immer noch da. Gott ist heilig, wir sind es nicht. Er ist gerecht und perfekt, wir nicht. Das ist unser größtes Problem. Das ist der Grund für unsere Trennung von Gott. Weil Gott gut, gerecht und heilig ist, kann er nichts und niemanden zu sich in den Himmel lassen, der nicht gut, nicht gerecht, nicht heilig ist. Und die Frage, die sich dann jetzt stellt, ist doch: Gibt es dann überhaupt noch Hoffnung? Wenn Gott so gerecht und wir Sünder sind, kommen wir dann nicht alle ausnahmslos in die Hölle? Kann dann überhaupt jemand gerettet werden? Und die Antwort auf diese Frage und gleichzeitig die Lösung für unser größtes Problem liegt in der Person Jesus Christus. Er ist der Mittler zwischen Gott und uns. Er tritt zwischen beide Parteien und versöhnt uns mit Gott. Er bringt unser Verhältnis mit Gott wieder in Ordnung. Jesus hat das geschafft, was wir alle versagt haben. Er hat ein komplett sündloses Leben gelebt. Er war perfekt. Er war eben kein sündiger Mensch wie du und ich. Er war und ist der Sohn Gottes. Er ist Gott vollkommen gleichgestellt. Und obwohl er so viel besser ist als wir, war er bereit, Mensch zu werden. Er war bereit, in diese kranke, verdorbene, sündige Welt zu kommen. Und nicht nur das. Nur durch sein perfektes Leben hätte er unser Problem nicht gelöst. Die einzige Lösung für unser größtes Problem ist das Kreuz, an dem Jesus für deine und meine Sünden starb. Er ist nicht in erster Linie gestorben, weil ihn seine Kritiker aus dem Weg haben wollten. Er hätte sich als Sohn Gottes problemlos wehren können. Aber das hat er nicht getan. Aber warum nicht? Weil Jesus sich für uns opfern wollte. Der Zorn Gottes müsste eigentlich uns wegen unserer Sünde treffen. Aber jetzt hat sich Jesus selbst dafür geopfert. Und der ganze Zorn Gottes, die gerechte Strafe für unsere Sünden, hat am Kreuz Jesus, den Sohn Gottes, getroffen. Seine letzten Worte waren: "Es ist vollbracht." Die gerechte Strafe für unsere Sünden war in diesem Moment also bezahlt. Und kurz darauf ist Jesus auferstanden, hat sich Hunderten von Leuten gezeigt und ist dann wieder zu seinem Vater in den Himmel gegangen. Und das ist die Lösung. Gott zeigt seine Liebe zu uns darin, dass Jesus Christus für uns Sünder gestorben ist. Gott bleibt gerecht und heilig, obwohl er uns nicht verurteilt, weil die ganze Strafe für unsere Sünden schon bezahlt wurde, aber eben nicht von dir oder von mir, sondern von Jesus. An diesem Kreuz geschieht ein Tausch. Ich komme mit meinen Sünden zu Jesus, er stirbt dafür und jetzt wird mir im Gegenzug seine Sündlosigkeit und seine Gerechtigkeit angerechnet. Und dadurch darf ich zu Gott kommen und Gott wird mich nicht mehr bestrafen. Dadurch darf ich Frieden mit Gott bekommen.
Und weil Jesus auferstanden ist, darf auch ich wissen, dass ich in einem gewissen Sinne auferstehen werde nach meinem Tod und dann bei Gott im Himmel sein werde. Und das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Das ist Gottes Lösung für unser größtes Problem. Und jetzt liegt es an dir. Von Gottes Seite ist alles getan. Du kannst Vergebung bekommen und du kannst ewiges Leben bei Gott im Himmel haben. Das Angebot steht. Und die Frage ist jetzt, wie ist deine Reaktion auf dieses Angebot? Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und sie fordert alle Menschen zur Umkehr auf, auch dich. Wenn du heute noch an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann wirst du heute noch Vergebung deiner Sünden bekommen. Anstatt selbstgerecht zu bleiben, zu denken, dass du ein guter Mensch bist, anstatt dein Leben zu leben wie bisher und damit zufrieden zu sein, musst du zu Jesus umkehren. Du musst zugeben, dass du ein Sünder bist, dass du Strafe von Gott verdient hast und in die Hölle kommen würdest. Und dann musst du dein ganzes Vertrauen auf Jesus setzen und daran glauben, dass er am Kreuz vor 2000 Jahren für deine Sünden gestorben ist und diese Strafe bezahlt hat. Die Sünde, die du bisher geliebt hast, fängst jetzt an zu hassen. Nicht mehr du bist der Herr in deinem Leben, sondern Jesus. Das ist echte Umkehr. Das ist echter Glaube. Und genau dann gilt das, was Jesus am Kreuz getan hat, auch dir. Ja, Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben und ja, Vergebung ist möglich. Aber wenn du Jesus weiterhin ablehnst, dann hat dir das alles nichts gebracht. Dann gibt es keine Vergebung für dich, weil du dann ablehnst, dass Jesus den Zorn Gottes am Kreuz für dich schon getragen hat. Und die Frage ist noch immer, was wirst du tun? Wirst du dich über unsere Worte ärgern? Oder wirst du zugeben, dass du ein Sünder bist und Jesus brauchst? Für diese Entscheidung, für Jesus oder gegen Jesus, für den Himmel oder für die Hölle, hast du nicht ewig Zeit. Die Bibel sagt, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Du bist vielleicht noch jung, aber das ist keine Garantie dafür, dass du morgen noch leben wirst. Und sobald du tot bist, ist es vorbei. Dann wirst du gerichtet werden. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Und vielleicht es ist heute das letzte Mal, dass du diese Botschaft hörst. Vielleicht ist es heute das letzte Mal, dass du die Möglichkeit hast, zu Jesus umzukehren. Mein Freund, deshalb möchte ich dich dazu ermutigen, heute Frieden mit Gott zu machen und auch heute auf Jesus zu vertrauen.